Servus aus Bullendorf und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute ist Samstag, wir machen nahtlos weiter, wo wir anderen aufgehört haben. Ups, bleib liegen. Und zwar mit Beintransport. Nachdem heute nochmal schön angesagt ist und ab morgen dann längere Regenperiode vorausgesagt ist, nehmen wir doch gleich das gesamte Heu runter und fahren es trocken ein. Da habe ich dann gestern aufhören müssen, weil noch ein bisschen was anderes angestanden ist. Die Maschinerie steht bereit. Dann machen wir da gleich nahtlos weiter. Also mal auf den Schuppen. Das hat sich verzogen, mein lieber Schieber. Da müssen wir mal was machen. Gut. Kurz mal hier das Licht an. Ich habe gestern noch einmal umgeschlichtet gehabt mit dem Hoflader, dass man da noch ein bisschen mehr reinkriegt. Das sind ja da hinten im Abteil 61 Ballen. Wunderbar. Das ist schon was vom neuen Heu. Und wie gesagt, es war alles wunderbar getrocknet. Alles bei ca. 10% im Schnitt. Also passt. Haben wir keine Schwierigkeiten. Deswegen rein damit. Dann liegt es gut. Und wir haben es wieder aus dem Sinn. Wir können das nächsten widmen. Jo, was ich noch sagen wollte, ist mir heute früh aufgefallen. Ich habe tausende Leute, die mir hier auf YouTube folgen, was ich richtig geil finde, also mega cool. Und wer es noch gemacht hat, kann jetzt noch abonnieren. Kleine Erinnerung. Aber auf Instagram, da ist ja keine Leere. Also, wenn ihr wollt, folgt uns doch auf Instagram. Den Link habt ihr unten in der Videobeschreibung. Ich meine, da gibt es auch regelmäßig Inhalt. Das macht auch ein bisschen Arbeit. Wäre doch schön, wenn das ein paar mehr sehen würden, als die paar Hansa, die mir bisher auf Instagram folgen. Gut, genug gelabert. Dann steigen wir mal auf. Denn wir haben versprochen, zum Mittagessen sind wir wieder daheim. Also, Attacke! So, jetzt haben wir eine Fuhre hier unten und da die Flächen sehr, sehr hofnah sind, können wir genau so fahren. Das ist quasi bloß den Berg auf, 300 Meter, wieder runter. Und ich fahre vorne einen drauf, ich fahre hinten nur 6 Stück drauf. Und zwar aus dem Grund, dass wir nur einlagig bleiben, denn zweilagig kann ich so mit dem Hoflader nicht abladen. Und ich habe keine Lust, den Hänger nochmal an- und abzukuppeln. Deswegen bleibt der Hänger am Steuer, ich lade den Hoflader ab. Ich drehe dann einmal um und lade die andere Seite ab. Das geht ganz wunderbar. Braucht man nicht umhängen. Und unterm Strich sparen wir sogar noch eine Zeit. Auch wenn wir bloß einlagig mit 6 Stück hinten drauf auf dem Planhänger fahren. Da liegt noch einer, den habe ich gestern nicht mehr ganz neu gefahren. Der war bei 12% Restfeuchte. Deswegen habe ich den noch ein bisschen ablüften lassen. Ist ja kein Schaden. Und der kommt jetzt gleich mit rein als erstes. Einen wunderschönen guten Morgen, Sonntag früh. Wir sind unterwegs auf die Weide, auf der heute die Mutterkühe Einzug halten sollen. Und da habe ich beim Vorbeifahren gesehen, dass da noch 2 bis 3 Pflänzchen vom Jakobskreuzkraut stehen. Für Leute, die es nicht wissen, Jakobskreuzkraut, optisch eine ansprechende, hübsche Pflanze, aber höchst giftig für Mensch und Tier. Und es ist mit einem Gift versehen, das Pflänzle, was sich nicht mehr abbaut, sondern im Körper anreichert und ab einer gewissen Dosis eben tödlich.
Problem ist, frisch, denke ich, fressen meine Viecher dran rum. Problematisch wird das Zeug richtig erst im Heu, denn im getrockneten Zustand verliert es die Bitterkeit, also die Abwehrstoffe, dass es nicht gefressen wird von einem Tier, aber die Giftigkeit bleibt behalten. Das heißt, es wird einfach mitgefressen im Heu. Jakobskreuzkraut, es wird vermutet, dass wir es uns eingeschleppt haben oder ein großer Teil davon kommt. An Autobahnbeschungen wurden damals Saatgutmischungen verwendet, um das Ganze schön zu begrünen und Blümchen und natürlich. Und da war eben auch das Saatgut vom Jakobskreuzkraut mit drin. Das vermehrt sich jetzt natürlich unkontrolliert, denn auf Autobahnbeschungen wird jetzt nicht so oft gemäht. Und man sieht es ganz oft an Wegerändern, Weiderändern, an lauter so Grenzbereichen. Deswegen gehen wir jetzt mal rein, reißen das aus und das Einzige, was hilft, ist das Zeug hinterher zu verbrennen. Beim Ausreißen, wenn ihr daran denkt, unbedingt Handschuhe tragen. Das Zeug ist wirklich giftig, also auch für Menschen nicht gerade zuträglich. Dann messen wir hier immer noch Strom. Haben wir hier Strom drauf? Jo. Wir haben natürlich an der Leitung auch noch Aufwuchs drauf, deswegen haben wir da bloß 4 kV drauf. Reicht aber völlig aus. Deswegen gehen wir jetzt da mal rein und suchen uns mal diese 3 kleinen Stauden vom Jakobskreuzkraut aus. Und dann kann ich die auch mal schnell zeigen für Leute, die nicht wissen, wie das ausschaut. Also man sieht, die Weide ist längst überfällig zum Bestoßen. Es ist krass. Aber die haben so lange gebraucht, ihre bisherige Weide abzufressen. Ich könnte wahrscheinlich in diesem Jahr doppelt Tier zu halten. Schaut euch das an! Das sind 40, 50 cm tiefstes Gras. Und halt richtig gutes Gras. Alles Weidelgras, unten drunter ist dick Klee. Also super gut. So, jetzt schauen wir mal. Ich habe das gestern irgendwo gesehen, wo ich durchgefahren bin. Ich meine, das fällt ja auf. Das ist Ackergras hier. Da ist sonst nichts weiter großartig drin. Außer hier und da mal ein bisschen Löwenzahn und was hat man noch drin? Sauerampfer. Einzelne Teile, das ist aber normal auf der Wiese. Ich meine, das sind ja die Punkte, wo sie hinkoten. Super gut mit Nährstoff versorgt. Aber wie man sieht, unten drunter haben wir super Klee. Da ist das Weidelgras. Na, wo ist er? Ich habe ihn noch gesehen. Das ist zwar auch gelb, aber das ist es keiner. Schauen wir mal, was das da hinten ist. Jetzt ist auch keiner. Das sind alles harmlose Geschichten. Ja, da vorne steht er. Da vorne steht er. Tja, das Zeug fliegt halt echt überall an. An so Weiderändern und sowas. Und jetzt war das recht lang stillgelegt, das Teilstück von der Weide hier. Und da konnte es sich natürlich ausbreiten. Das gute Kraut. Hier steht's. Genau. Also, ich zeige es euch mal schnell. Da haben wir 2 Pflanzen. Einmal hier. Und einmal da etwas größer. Das ist Jakobs Kreuzkraut. Gehört zur Familie der Greiskräuter. Greiskräuter. Genau so heißt's. Und zwar erkennt man es an diesen Blattformen hier. Das schaut für mich ein bisschen aus wie, ja, wie ein Salat. Und die Blütenstände sind ähnlich wie beim Gänseblümchen und der Margerite. Daran erkennt man es. Das Zeug ist hochgiftig. Und wir nehmen das jetzt einmal raus. Halt mal fest. Ziehen wir uns ein paar Handschuhe an. Dann packen wir es relativ bodennah, dass wir auch die Wurzeln fällt mit entfernen. Und nehmen das einfach schön schwungvoll im ganzen Büschel raus. Haben wir die Wurzel dran und das raus mit dem Zeug. Da haben wir noch eine. So. Raus und verbrennen. So, eine Runde über die Weide. Das war unsere Ausbeute. Nicht sonderlich viel, aber wäre den Anfängen. So, wer es ein Spiel immer dann macht, kann das mal gerne mit in den Salat schnippeln. Oder als Blumensträußchen am Sonntagstisch mit ausbreiten. Ich hasse das Zeug. Das geht jetzt mit heim und wird gleich verbrannt. Denn nur verbranntes Kreuzkraut ist gutes Kreuzkraut. So, was jetzt noch passieren muss, ist einmal das Tränkebecken abmontieren und auf der neue Weiden montieren. Und dann können die
mittags einfach rüberlaufen. So, jetzt Sonntag Mittag vorbei. Nach dem Essen gehen wir uns die Beine vertreten und beim Familienspaziergang setzen wir einfach mal die Mutterkühe mit um. Ich habe vorhin die Tränke noch fertiggestellt, habe mich dann nochmal irgendwie ganz komisch gebückt und habe jetzt eine Art Hexenschuss. Daran merkst du, dass du alt wirst. Aber das Ganze funktioniert jetzt ohne Bücken. So, dann kommt mal mit. Komm. Ihr werdet schon gleich merken, dass es losgeht. Ah ja, kommen wir schon miteinander. Wunderbar. Dann lassen wir sie dann unten mal drüber über die Straße. Ich meine, da wird zwar noch ein bisschen Aufwuchs drauf auf der Weide, aber da drüben ist es notwendiger, denn da kippt uns bald der Bestand um. So, kurz und schmerzlos, Weide gewechselt, passt, fertig. So, heute ist Montag, neue Woche, hier nach Feierabend am Hof. Und was mache ich? Ich mähe mal wieder einen Zaun aus, weil es gerade trocken ist, also noch. Vorhin hat es mal geregnet und wird danach wieder regnen. Deswegen schnappe ich mir jetzt den Freischneider. Für den habe ich jetzt einen anderen Fadenkopf bestellt, zum Ausprobieren. Das ist ein Fadenkopf, der keine so Automatik drin hat wie die Gartenfadenköpfe, sondern da werden so feste Plastikdinger reingesteckt. Und das soll angeblich super toll funktionieren und super geiles Ergebnis haben und was weiß ich was. Probieren wir einfach mal aus, versuchen wir klug. Deswegen schneide ich mir jetzt den Freischneider um und laufe einmal die Weide mit den Mutterkühen ab. Einen wunderschönen guten Morgen, heute ist Donnerstag. Und zwar habe ich jetzt 3 Tage die Kamera nicht mehr angehabt. Denn es gab viel anderes zu tun und nichts, was irgendwie landwirtschaftlich filmenswert wäre. Heute ist frei vom Hauptjob. Wir haben wieder ein sehr durchwachsenes Wetter. Ich hätte jetzt lieber gern gehabt, dass es etwas sonniger und stabiler ist. Denn es sind noch viele Siloflächen für den zweiten Schnitt bereit. Aber bei dem Wetter ist das nichts. Da ist schon wieder Regen angekündigt. Es zieht auch schon wieder viel durch. Also fahre ich mal zu einer Fläche, auf der es einen Baum reingeweht hat beim letzten Unwetter und mache den Baum weg. Auch ein Grund, warum wir relativ wenig die letzten 3 Tage an Filmmaterial hatten, sind große Ereignisse, die bevorstehen. Oder zumindest in Planung sind. Drin ich jetzt noch nicht mehr verrat, aber da gibt es dann definitiv was zu sehen und das wird eine richtig große Geschichte. Ja, wenn das alles so klappt, mehr verraten wir jetzt mal noch nicht. Also es wird eine richtig große Geschichte. Gut, Sonne blinzelt gerade wieder ein wenig raus. Ich gehe jetzt mal an den Steier, mal noch die Kettensäge einpacken, mal schnell voll tanken. Dann schneide ich den
oben ein Stückchen und fahren dann ab den Baum. Ich nehme mal den Greifer mit, denn der kleinste Baum ist es jetzt nicht. Mal schauen, wo ich die Kettensäge habe, die ich das letzte Mal am Futtertisch benutzt. Dann soll sie da wohl auch noch liegen. Aber wieder muss ich auch noch sauber machen, ne? Den ganzen Mist noch raus von der Mistmatratze, ist jetzt abgetrocknet. Vorne ist schon mal so grob sauber gemacht. Aber ich muss dann eben das Kanalgitter rausnehmen, den Kanal ausbaggern und dann rausfahren. Und dann ist hier wieder sauber. Ne? Gut, wo habe ich jetzt die Säge? Da steht sie, jawohl. Unsere kleine Stiel. Die ist völlig ausreichend. MS-250C, 35 Schwert, für den kleinen Baum zwischendurch. Nee, Profi-Equipment ist jetzt nicht klar, aber alles, was so an Balken, Konstruktionsholz zu sägen ist, oder dünnere Bäume, da ist das völlig in Ordnung. Jetzt schauen wir, ob die Kette noch scharf ist, oder ob ich eine neue draufziehen muss. Nachschärfen habe ich jetzt keinen Bock und keine Zeit. Und irgendwo habe ich noch meinen Sprit dafür stehen. Ja, genau, habe ich schon gesehen. Jo, dann tun wir die doch mal auftanken. Das machen wir doch hier gleich. Rangero. Ranger. Jo, genau, und da waren sie weg. Mensch, habt ihr noch gar keinen Helm auf, oder? Schlecht, schlecht, das ist eine BG-Sicht. Gut, machen wir hier mal auf. Wie schaut es mit Öl aus? Öl passt. Super Sprit. Können wir es gebrauchen. So, der gute Zweitaktstoff. Also bin ich fest von überzeugt, nachdem ich die Säge relativ selten in Gebrauch habe, nehme ich das fertige Gemisch, weil es einfach meiner Meinung nach sauberer verbrennt und besser für die Säge im Gesamten ist. Insofern kann ich es dann auch im Winter drin lassen, überhaupt kein Problem. So, wie schaut die Säge aus? Naja, das kann man schon noch lassen. Genug Spannung, passt. Dann nehmen wir die mal so mit. Jo, da habe ich ja noch so einen schönen Kettensägenhalter zugeschickt gekriegt, der ist immer noch nicht montiert, ne? Ah, oh, wie ärgerlich. Muss ich mal überlegen, vielleicht drüben auf der anderen Seite, also nicht bei der Einstiegsseite, dass ich den da so mit dran mache. Oder hinten. Ich weiß nicht, wo der beste Platz dafür wäre. Da wäre ein netter Platz, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das am Kunststoff so passt, aber das könnte man da so machen. Da würde, glaube ich, auch nicht im Weg umgehen. Ich glaube, so machen wir es. Den schrauben wir damit dran. Den kann ich einfach gekontert auch durch den Kunststoff schrauben. Das sieht ja schon aus. So, typischer Bauerhauer. Ganz spontan mähe ich jetzt noch ein bisschen Silo. Nee, muss jetzt sein. Ich habe mir die Flecken vorhin angeschaut und die sind schon so weit, dass sonst keine gute Qualität mehr wird. Und ja, es ist zwar, also heute ist Donnerstag. Ich würde jetzt noch mähen. Wird es dann mit dem Wender einmal auseinanderreißen, über den Tag morgen liegen lassen, morgen nach dem Dienst zusammenschwaden. In der Nacht vor Freitag auf Samstag sind 2 Liter Niederschlag vorher gesagt. Die würden mir jetzt da wenig Bauchschmerzen machen, wenn es im Schwadlicht, denn am Samstag kann es tagsüber wieder abtrocknen, da haben wir 25 Grad, sonnig, windig und da könnte Samstagabend gepresst werden. Mache ich jetzt einfach. Wir haben dieses Jahr so viel Futter, dass wenn das jetzt nicht ganz so top wird und es ein bisschen reinregnet, jetzt auch kein Beinbruch. Klingt komisch, ist aber so. Und wenn ich das jetzt nicht mache, es wird nächste Woche wieder sehr viel länger und sehr viel nasser regnen, als es jetzt am Freitagabend mal reinhaut. Deswegen, Attacke, auf geht's. Was soll's? Mähwerk dran. Und dann geht's los. Zuerst tun wir mal wegen was zu trinken auf den Schlepper. Das ist ganz wichtig. Ah, ja. Verduscht ist mir gleich. Und dann bauen wir mal ein paar Schalen ans Mähwerk. Die nehmen wir vom
Schwader ab. Den brauche ich hier heute noch nicht. Ja, da ich ja dieses Jahr immer wieder so guerillamäßig je nach Wetterzustand ein paar Flächen umreiß, weil ich nie die Zeit habe, weder vom Wetter noch vom Arbeitszeitlichen, dass ich alle auf einmal mache. Klappt einfach nicht dieses Jahr. Deswegen immer so häppchenweise. Kleine, zarte Häppchen. Da wird es dann schon werden. So, jetzt brauchen wir noch Kugeln. Oh Gott, eine Hand ist nicht so schön. Aber was soll's, es funktioniert. Da stellen wir mal kurz vor. Der Wind ist total aggressiv, ey. Super! Da trocknet mir das super schnell an, das ist klasse. Perfekt. Machen wir jetzt einfach mal. Was schneiden wir denn jetzt? 1,9, fast 2 Hektar. Hinten nochmal 2, 4 Hektar. 4 Hektar, die jetzt gesagt sind. Bin ich jetzt nicht irre. Ich reiß mich schnell runter. 2 Stunden sind wir durch. Was tut man runter? Sonst passt die Gelenkwelle nicht drüber. Also zug mal runter. Runter und dann geht los. Und da muss unbedingt hydraulische Oberlänge. Ja. Macht mich wahnsinnig. Gerade bei den ganzen kleinen Maschinen. Immer die verschiedenen Neigungseinstellungen. Das ist eine Katastrophe. Ja. So, dann probiere ich mein Schlüssel. Oh, ja, doch. Nehmen wir den, bis sich ein anderer findet. Und weil immer die Frage kommt, warum ich meine Frontlader ständig dran habe, so ganz einfach. Der Steuer ist so leicht, dass ich im Hang sonst seitlich wegdrift, mit dem Mähwerk zum Beispiel. Und damit das nicht passiert, habe ich als Frontgewicht quasi meine Frontlader dran. So einem Pferd auch schöner, deswegen habe ich mal den Spieß dran, damit die Schwingungsdrehung schön arbeitet. Geht er einfach ruhiger und hoppert nicht, weil der kurze Radstand von Kompakt hüpft halt wie ein Ziegenbock. Ja, kann man nur sagen. So, jetzt hängen wir mal das Heckgewicht ab.
Dann nehme ich noch die Höhe einstellen vom Mähen. Ich schaue mal, dass ich so ziemlich auf 7 cm komme. Dann treibt der nächste Aufwuchs schnell auf. Und wir kommen nicht so tief mit den Folgegeräten und haben keinen Dreck im Futter. Könnte fast noch ein bisschen höher sein. Aber nachdem es dieses Jahr nachwächst wie verrückt, kann man ruhig mal auf 7 cm gehen. Sonst bin ich nur so knapp bei 8. Und da bin ich recht gut gefahren. Denn der Wiederaustrieb erfolgt relativ zügig. So. Schauen wir nochmal, vergewissern, alles dran. Höhe ist eingestellt, passt. Attacke! Mega wichtiges Werkzeug beim Mähen. Dann klappen wir das Ding mal hoch. Halt, jetzt aber Attacke! Jo, ich weiß nicht, ob man sieht, das ist die nächste Weidefläche. Die ist auch schon wieder sauber zu hoch, eigentlich zum Beweiden. Also dieses Jahr kommt nicht hinterher. Also das Luxusproblem hatte ich noch nie. Und da ist jetzt Kleegras am Acker. Das muss schleunigst runter, denn das verholzt bloß. Und der Klee hat dann auch kein Eiweiß mehr und kein Zucker und sie liegt nicht mehr gescheit durch. Deswegen mähe ich den jetzt noch runter. Letzte Fläche steht da ganz gut da, passt soweit der Bestand, wieder gutes Futter. Ich habe jetzt bloß mal 2 Minuten gewartet, bis ich die Kamera eingeschalten habe, denn tada, das Mähwerk ist im Arsch. Schöner Mist. Und zwar, wo die Abreißsicherung drin ist, man sieht's, der Bolzen ist ausgebrochen. Somit ist das Mähwerk komplett nach hinten weggeschwenkt und hat mir von der Gelenkwelle die Seite weggerissen. Also da ist eine neue Gelenkwelle fällig. Jetzt hoffe ich mal, dass das Getriebe vom Mähwerk nicht viel mehr gekriegt hat. Tja, das heißt jetzt zusammenklappen und an den Hof hochfahren. Ich müsste noch Gelenkwellen rumliegen haben.
dass ich wenigstens die Fläche jetzt noch fertig mähen kann. Also ich meine, das wäre jetzt noch eine Sache von 30 Minuten gewesen, wenn überhaupt. Schöner Dreck, also kurz vor Schluss. Puh. Tja, versuch es mir nicht gefallen, ne? Da hat der Bolzen nachgegeben. Also, der Bolzen, der Splint. Der Splint ist immer, der ist wunderbar abgebrochen, abgeschert. Zack. Und dann ist es, weil es bergab ging, nach hinten weggeglitten. Und zack. Hat es mir im laufenden Betrieb, also die Gelenkwelle waren, hat es mir die abgerissen, ne? Puh. Tja, also, heimfahren, neue Gelenkwelle dran bauen. So, Endspurt. Ich konnte den Schaden beheben. Ich habe eine andere Gelenkwelle dran gebaut. Getriebe und Mähwerk haben nichts abgekriegt. Die Gelenkwelle ist hinüber, da brauche ich eine neue. Dann habe ich den Splint aus dem Bolzen ausgebohrt. Den Splint und den Bolzen habe ich wieder vernünftig montiert. Und so sollte es jetzt dann funktionieren, dass ich jetzt dann noch die letzten paar Meter mähen kann. Meine Güte, so ein Schied. Servus, einen schönen, was haben wir heute? Freitagabend. Kommt gerade aus dem Hauptjob, 11 Stunden. Und heute konnten die Maden gut anwelken, hoffe ich doch. Deswegen fahre ich jetzt mit dem Schwader durch. Denn morgen Nachmittag kommt die Presse. Aber ich muss morgen arbeiten. Und weil das immer so ein Problem ist, hoffen wir, dass das Ganze noch eine schöne Silage ergibt. Denn ich kann es wieder umschlagen. Boah, da ist der verzogene Rahmen. Ja, leckert. Eieiei. Jo, krass, was die Sonne heute für Energie an den Tag gelegt hat, denn es ist perfekt vom Anblick gerade. Ich schwar das jetzt zusammen und wenn das morgen gepresst wird, wird es eine Top-Silage. Also echt klasse. Das ging schnell und ohne unnötige zusätzliche Arbeitsschritte. Ja, zeig mal schnell. Sieht man es da? Das ist super. Können wir gleich morgen so pressen lassen. Und es gibt, glaube ich, ganz gut Ballen für das kleine Stückchen. Und für den zweiten Schnitt. Kann man sich nicht beschweren. Jo, inzwischen ist es 9:30. Wir schwaden schon im Dunkeln. Halbdunkeln. Ich denke, auf der Kamera wird es noch relativ hell. Ja. Und die erste Fläche, die ich jetzt geschwadet habe, das ist, also Schwaden ist bei uns immer der Prozess, der am längsten dauert. Durch das Bergige und die dadurch verbundene Fahrgeschwindigkeit muss man echt aufpassen. Ich hatte jetzt oben bei der ersten Teilfläche auch schon das Problem, dass mich dann immer runtergedrückt hat im Heck. Denn da ist natürlich noch eine gewisse Restfeuchte drauf, gerade jetzt um die Uhrzeit. Da wird es dann schon sehr, 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 sehr schwierig. Hochgebirgsschwag. Ja, da braucht man ein bisschen anderes Werkzeug, aber gut, es dauert halt so lange, wie es dauert. Sehr, sehr unwirtschaftlich. So, einmal auf. Und jetzt bin ich auf der Fläche, wo man echt viel Schwade zusammenführen muss. Denn der Rad von der Fläche ist es nicht der Knaller. Also man sieht, leider so kleine Schwaden, die man da wieder zusammennimmt. Und das hält halt zeitlich auf. Ne? Ich wollte schon längst daheim auf der Couch sein. Mir die Farmvlogs von den Kollegen angucken. Grüß dich, Kuchen. Ja. Aber das, um nochmal zum Anwelkgrad, um Gras zurückzukommen, ist ja perfekt. Also wirklich perfekt. Ich habe es im Presse ausgemacht, dass die morgen so bald wie möglich kommen. Dann könnt ihr das wunderbar zusammenpressen. Und das wird geile Qualität. Auch wenn jetzt auf der Teilfläche nicht so viel draufsteht. Also, ich weiß nicht, ob man es noch sieht. Wahrscheinlich schon. Ja, ist halt so, ne? Ist halt einfach so. Wir können es nicht ändern. Gibt wahrscheinlich auf den 2 Hektar nochmal, ja, den knapp 20 Silobollen. Ist auch in Ordnung für unsere Verhältnisse. So was habe ich früher, das ist früher, so was habe ich vor 2 Jahren, 18, 19, von allen Siloflächen zusammen teilweise bloß mit einem Schnitt rausgekriegt, wenn es blöd gelaufen ist. Das ist schon cool, auf jeden Fall. Wir müssen dieses Jahr nichts zukaufen. So, ich ziehe jetzt dann noch lustig meine Bahnen
Dann geht's heim in die Dusche und dann auf die Couch. Farmflux gucken. So, fertig. Feierabend. Dann muss ich das Handy mitnehmen. Und dann halt laufen. Dann können wir hier. Warum sollen wir die Lichter ausblitzen? So, jetzt seht ihr wahrscheinlich gar nichts mehr. Macht nichts. Gute Nacht. Es ist Samstag früh. Wie zu erwarten gab es gestern keinen Niederschlag mehr. Also perfekt. Der Messino liegt im Schwarz. Und der Presser kommt dann, um mein Silo zu pressen. Was ich jetzt mache, ist einmal Wasserfass fahren für die Jungherde unten. Die brauchen wieder frisches Wasser. Da füllen wir mal das Wasserfass auf. Das heißt, wir nehmen hier erstmal das Zugmaul dran. Total. Na, aber hallo. Genau. So, wenn wir schon mal unten sind, da sind unsere Youngsters. Und da kommen die zottelichen Schotten. Moin! Hübsch. Ganz hübsch. Super. Ja, und denen fahren wir jetzt mal das Wasserfässle. Jetzt angehängt, dann trennen wir kurz noch die Tränke vom Fass. So, da ist noch ein bisschen Restwasser drin, das heißt, ich drehe das Fass einmal ab. Dazu machen wir einmal auf die Karre. Hier drehen wir dann zu. Gut, dann bauen wir noch den Schlauch mit dran. So, und schon geht's los. Also funktioniert super diese Tränketechnik. So, jetzt müssen wir hier nochmal aufdrehen. Machen wir aus. Jetzt sollte das Tränkebecken langsam schon volllaufen.
Jo, läuft. Sickert nach. Wunderbar. Gut, dann machen wir das wieder zu. Und dann fahre ich oben meinen Hecklader raus. Den habe ich ja letztes Jahr gekauft und eingelagert und war der Meinung, ich brauche den irgendwann vielleicht mal und habe da Bock drauf, den in den Winter zu restaurieren. Der steht jetzt immer noch so drin, wie ich ihn rein habe. Deswegen kommt er jetzt weg. Also A, wusste ich vor Anfang an sowieso nicht zu 100% in Einsatz, weil ich gedacht habe, irgendwas ist blöd. Und ich bin bis jetzt nicht dazugekommen und werde es in Zukunft auch nicht schaffen. Also durch das Ding weg. Der ist verkauft. Also da braucht mir keiner anschreiben. Das war ja krass. Ich habe den auf eBay Kleinanzeigen dann innerhalb von 20 Minuten haben sich 30 Leute gemeldet und die wollten dann sofort nehmen. Und ja, der Erste hat einen Zuschlag gekriegt und der wird dann morgen abgeholt. So. Zweiter nochmal rüber. Schau, wie das Silo ausschaut von der Trocknung her. Um 1 kommt der Presser und dann ist das auch unter Dach und Fach. Jo, da steht er, haben wir jetzt rausgefahren. Noch genauso wie ich ihn geholt habe. Auch noch verzurrt. Ist bestimmt gangbar zu machen, aber ich habe da keine Zeit dafür. Und wie schon gesagt, wenn ich nicht zu 100% weiß, für was ich ihn dann benutze, dann rentiert sich die Zeit bei mir momentan auch nicht, da irgendwas reinzustecken. Deswegen gebe ich ihn dann lieber weiter. Ich meine, er wird dann besser. Und gibt bestimmt jemanden, der damit was anfangen kann. Und ist doch schön. Ist doch schön, wenn das Ding dann auch wieder mal was arbeiten darf. So, jetzt muss ich nochmal an meinen Ford ran, denn ich habe beim Ford gedacht, ich bin richtig clever. Ich baue noch einen Zentralverriegelungsmotor für die Heckklappe an. Hat er serienmäßig nämlich nicht. Das heißt, wenn man das Rollo oben zu hat und die Klappe hinten zu hat und was drin hat, sperrt er nicht ab, außer man macht das manuell. Ganz einfach gedacht, günstigen Stellmotor bestellt, Gestänge gebaut, macht er. Aber ich muss nochmal aufschrauben. Ich habe die Zuleitung, die Adern vertauscht. Das heißt, wenn ich das Auto zusperre, sperre ich die Heckklappe auf. Und wenn ich das Auto aufsperre, sperre ich die Heckklappe zu. Macht so keinen Sinn. Schraube ich nochmal auf, wird nochmal abgeändert. Eine schnelle Geschichte, Viertelstunde ist es gegessen. Naja, passiert. Aber sonst funktioniert es super. Jetzt habe ich Zentralverriegelung noch hinten mit drin. Einwandfrei. Jo, kurz nochmal zum Verständnis. Also es ist ganz, ganz einfach. Ich habe da Gestänge eingehängt in den Regelungsmechanismus. Hab mir da oben einen Stellmotor aufgebaut, den ich mit auf die Zentralverriegelung gelegt habe. Und wenn ich jetzt zusperre und aufsperre, macht er genau das, was er soll. Einwandfrei. So, dann ist der Vormittag vom Samstag auch schon wieder rum und ich mache mich langsam fertig, denn ich habe heute Nachmittag Schicht im Hauptshop. Das heißt, ich werde hier das Video beenden. Denn heute Abend probiere ich es wieder zu schneiden, dass ihr morgen am Sonntag was zu gucken habt. Ich sage ganz herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Gebt dem Video ein Like, Daumen nach oben. Dann da unten, ich glaube diesmal ist es richtig, da unten ist der Abo-Button und die Glocke. Wenn ihr es nicht gemacht habt, aktiviert das Ganze. Folgt uns auf Instagram und Facebook. Dazu gibt es die Links unten in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Vlog wieder in alter Frische. Servus und Ade. Scheiß wieder zusammenschrauben.